2000 Euro, das ist ungefähr das Geld, was die meisten Leute für ihr Gravelbike ausgeben wollen. Und deswegen spricht man auch von Bestseller-Gravelbikes. Wir haben uns Bestseller-Gravelbikes in dieser Preisklasse angesehen und wollen die mit euch durchgehen. 14 Modelle haben wir für euch herausgesucht. Bei mir ist Harald, wir haben auch schon zusammen Gravelbikes getestet. Und wenn wir gerade davon sprechen, über Testen sprechen, dann vielleicht noch ein Hinweis vorab. Wir haben euch zwar jetzt Modelle rausgesucht, die auch inzwischen vielleicht vielfach verfügbar sind, was ja im letzten Jahr nicht unbedingt der Fall war. Aber es zählt natürlich immer, Testfahren ist das A und O. Wenn ihr das für euch passende Modell finden wollt, solltet ihr immer nach Möglichkeit das Rad vorher testfahren. Wir haben die Bikes an der Côte d'Azur getestet, wir hatten Glück. Wir hatten natürlich da viele Möglichkeiten, auch schlimme Offroad-Strecken zu fahren, sage ich mal anspruchsvoller. Aber in der Regel ist es vollkommen ausreichend, wenn ihr beim Fachhändler mal eine kurze Runde mit dem Rad drehen könnt, dann sieht man schon, wie verhält sich das Rad, passt es zu einem, ist die Sitzposition geeignet und so kann man dann relativ schnell herausfinden, ob das Rad für einen passend ist oder nicht. Ja, und bevor wir jetzt in die konkreten Fakten gehen, vielleicht nochmal so eine generelle Einschätzung. Was ist eigentlich der Unterschied von so einem 2000 Euro Gravelbike zu einem 5000 Euro Gravelbike, die wir ja auch schon getestet haben? Und ganz klarer Befund jetzt von meiner Seite bei den Testfahrten ist, dass man natürlich mit so einem 2000 Euro Gravelbike schon jede Menge Fahrspaß auch haben kann. Und im Wesentlichen ist in der viel höheren Preisklasse dann das Gewicht der Unterschied und teilweise auch der Grad der Spezialisierung und vielleicht auch noch Sachen wie Aerodynamik, die dann dazukommen. Aber richtig Spaß haben auf dem Kiesweg könnt ihr auch schon in der 2000 Euro Preisklasse, oder? Das sehe ich definitiv auch so. Ja, man muss kein teures Rad haben, um Spaß zu haben. Die Bikes in dieser Klasse sind wirklich gute Räder, die funktionieren gut, die Schaltungen funktionieren gut, die Bremsen funktionieren in der Regel sehr gut. Man bekommt damit schon ein recht gutes Package, mit dem man auf jeden Fall jede Menge Spaß haben kann. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt richtig große Unterschiede gerade in dieser Preisklasse. Also wir haben so ein bisschen so eine Range in dem Spektrum, was die Ausstattung betrifft und auch teilweise was die Rahmen betrifft. Und ja, gucken wir uns das mal an. Also das Rahmenmaterial ist in dieser Preisklasse in der Regel immer Aluminium natürlich. Die Gabeln sind zum Teil aus Carbon. Das Gabeln sind ja sogar fast immer aus Carbon jetzt bei den Bikes in unserer Übersicht. Bringt einen gewissen Komfort, einen Plus an Komfort und ist natürlich auch leichter als eine Aluminiumgabel. Und das ist aber im Prinzip der Standard in dieser Klasse. Ja, was der Rahmen natürlich festlegt, ist die Reifenfreiheit. Also es passen dann einfach nur Reifen bis zu einer gewissen Größe durch den Rahmen hindurch. Und damit seid ihr durch den Rahmen festgelegt, genauso wie durch die Gabel. Was der Rahmen ebenfalls festlegt, ist so ein bisschen, wie vielseitig das Rad ist. Also wenn da viele Montagepunkte dran sind, zum Beispiel für Bikepacking-Equipment oder für Schutzbleche oder Gepäckträger, dann ist das ebenfalls durch den Rahmen festgelegt. Und da gibt es auch durchaus Unterschiede und da solltet ihr dann auch drauf achten, wenn ihr euch für eins dieser Gravelbikes interessiert, die wir uns jetzt angucken, oder auch wenn ihr euch für ein anderes Modell interessiert. Ja, machen wir direkt weiter mit den Bikepacking-Montagemöglichkeiten, habe ich ja schon was zu gesagt. Welche Unterschiede gibt es da so grob? Also vor allen Dingen geht es da um die Gabel. Da gibt es einige Modelle, die haben da so drei kleine Gewinde in der Gabel. Und da kann man eben einen Gabelhalter dran montieren, indem man wieder so Packsäcke dran machen kann. Und dann gibt es noch Unterschiede, was die Zahl der Halterösen angeht. Also manche haben eben mehr und manche weniger. Das heißt, ihr könnt mit manchen sehr viele Trinkflaschen mitnehmen und mit manchen vielleicht auch nur drei. Und dann gibt es noch so Taschen am Oberrohr. All das müsst ihr euch im Detail anschauen. Prinzipiell sollte man sich natürlich vor dem Kauf bewusst sein, was will ich mit dem Rad machen? Ist es hauptsächlich für die Freizeit gedacht oder möchte ich auch irgendwie auf Abenteuertour gehen? Ja. Bikepacking, ist es interessant, ja oder nein? Es ist natürlich kein Nachteil, wenn diese Montagemöglichkeiten vorhanden sind. Aber wenn man sicher weiß, dass man niemals mit dem Rad zelten gehen wird, dann muss man nicht unbedingt ein Augenmerk darauf richten. Ja, die machen das Rad auch oft schwer, muss man auch dazu sagen. Ja, nicht immer, aber viele Modelle, die viele Montagemöglichkeiten haben, sind auch etwas schwerer. Ja, die Schaltungen, großes Thema. Ist in der Regel bei diesen Rädern meistens eine Schaltung von Shimano verbaut.
Ein- oder Zweifachschaltungen, es kommt beides vor. In den Ritzeln sind meistens 10 oder 11 Zahnkränze verbaut. Gibt aber auch welche mit nur 9, muss man auch sagen. Aber im Prinzip funktionieren die Schaltungen alle recht gut. Ja, also das können wir auch mitnehmen. Das ist ein Befund aus unseren Testfahrten, auch in, die wir haben. Also die, ob jetzt 2x10 Shimano GRX oder 2x11 Shimano GRX, das kommt am Ende auf das Gleiche. Von der Schaltperformance tut sich das nicht viel. Das Gleiche gilt für die Bremse. Ja, das ist, ich denke, es ist eher eine Gewichtssache dann. Je höher die Gruppe positioniert ist, desto teurer. Und dann wird sie natürlich auch etwas leichter. Aber von der Funktion her sind die Schaltungen eigentlich alle sehr gut, die Bremsen auch. Das war auch die Erfahrung, die wir bei unseren Testfahrten gemacht haben. Und auch jetzt in der Praxis oft machen wir, testen ja sehr häufig Räder. Und die Funktion der Schaltung ist da ganz selten ein Kritikpunkt. Klar ist das natürlich ein Vorteil, wenn ich für 2000 Euro noch ein Ritzel mehr hinten haben kann, dann habe ich engere Gangsprünge. Und dann würde ich es natürlich schon gerne mitnehmen, wenn ich es haben kann. Und da gibt es einige Räder, die haben eben schon auch in diesem Preisbereich unter 2000 Euro 2x11 oder 1x11 Gruppen, während andere eben noch mit 2x10 fahren. Aber muss man eben immer abwägen gegen die persönlichen Vorlieben, was den Einsatzbereich angeht. Ob ein- oder zweifach ist ja letztlich auch so ein bisschen eine Glaubensfrage natürlich. Es kommt immer auf die persönlichen Vorlieben an, auf das Einsatzspektrum. Jede Schaltung hat ihre Vor- und Nachteile. Also Team Einfach oder Team Zweifach? Ich bin ganz klar Team Einfach, weil also bei allen Rädern, die Offroad gehen, bin ich für Einfachschaltungen, einfach, weil sie einfacher aufgebaut sind und ich die Erfahrung gemacht habe, dass es schon, wenn das Gelände sehr ruppig ist und man schaltet unbewusst oder unbedacht vorne, dann kann es schon mal zum Kettenklemmer kommen oder gar zum Abwurfen. Da bin ich mit einfach Setup irgendwie, fühle ich mich wohler. Ja, ich bin eher Team Zweifach, ganz eindeutig, weil ich, wenn ich auf der Straße fahre mit dem Gravelbike, was ich vielleicht 40% mache, so bei meinen typischen Ausfahrten, dann will ich unbedingt diese engen Gänge haben, die eigentlich nur bei Zweifach vorkommen. Also dann kann ich einfach mal wechseln aufs Große und habe trotzdem noch enge Gangsprünge hinten. Deswegen ich eindeutig Team Zweifach. Ja, Laufräder sind noch ein wichtiger Punkt. Ja, in der Regel sind hier, oder was heißt in der Regel, es sind eigentlich immer Aluminiumlaufräder verbaut. Natürlich in dieser Preisklasse findet man keine Carbonlaufräder. Die würden das gesamte Rad einfach zu teuer machen. Ist aber auch keine negative Sache, die Aluminiumlaufräder sind stabil und leicht und man hat damit keine gravierenden Nachteile. Die meisten sind auch schon tubeless-fähig, das heißt, ihr könnt die Bikes dann, wenn ihr wollt, nachher auf schlauchlosen Betrieb umrüsten, mit Dichtmilch dann entsprechend. Und das ist auch was, auf das ich achten würde, denn im Gelände ist das meiner Erfahrung nach schon ein Vorteil, wenn man den Reifen tubeless fahren kann, dann passt er sich besser an, dann kann man mit niedrigen Drücken fahren und hat einfach mehr Komfort als mit einem Schlauch. Muss man natürlich nicht. Ich bin auch ganz klar Tubeless-Fan, muss ich sagen. Es hört sich immer kompliziert an, aber der Umbau ist eigentlich nicht so dramatisch. Und wer einmal Tubeless gefahren ist, wechselt eigentlich selten wieder zurück. Es ist einfach, man kann den Reifen mit ein bisschen weniger Druck fahren. Das Fahrverhalten ist schöner und ich habe sehr gute Erfahrungen auch hinsichtlich Platten damit gemacht. Ja, und ein Bike ist sogar dabei, das ist kommt ab Handel. Tubeless ausgerüstet und das heißt Giant Revolt. Also Giant pusht sehr stark die Tubeless-Reifentechnologie und bietet auch eigene Reifen an. Das kommt eben direkt schon abhandeln in Tubeless. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Laufräder noch ganz kurz ist die Maulweite. Gängig sind heute im Gravel-Bereich 20 bis 25 mm. Es werden auch schmalere Felgen noch angeboten. Sind aus unserer Sicht nicht ganz so optimal, weil die Reifen nicht ganz so gut in der Felge stehen. Und von daher, wenn ihr ein anderes Rad aussucht oder selber unterwegs seid, sollte man vielleicht auch darauf achten. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, Reifen. Viele neigen dazu beim Reifen vor allen Dingen aufs Profil zu schauen und zu gucken, ist das ein glatter Reifen, ist der mehr für die Straße oder ist das ein stark profilierter Reifen an meinem Gravelbike? Und da würde ich nicht zu sehr drauf schielen, denn oft kann man
kann man aus dem Profil alleine nicht wirklich auf die Qualität eines Reifens schielen. Und gerade in dieser Preisklasse um 2000 Euro, da gibt es schon Qualitätsunterschiede bei den Reifen. Und wenn da so ein richtiger Top-Performance-Reifen dran ist, wie das an manchen Testrädern der Fall war, der rollt spürbar leichter auf allen Untergründen und macht wirklich einen fühlbaren Unterschied. Und zum Beispiel der Schwalbe G1 RS, der hier am Rose Beckrau zum Beispiel montiert war, ist ein ganz klarer Reifentipp von uns. In dieser Preisklasse und auch solchen Rädern würde ich den Vorzug geben, die eben bessere Reifen haben. Ja, ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, weil die Reifen haben wirklich einen sehr großen Anteil auch dran, ob man letztlich Spaß auf dem Rad hat. Es gibt ja große Gewichtsunterschiede bei Reifen und das Gewicht sitzt da, wo man es am wenigsten gebrauchen kann beim Reifen. Von daher ist der Einfluss nicht zu unterschätzen und man sollte das Thema nicht vernachlässigen. Ja, Gewicht ist natürlich auch in dieser Preisklasse ein Thema. Die leichtesten Räder, die wir in unserer Übersicht haben, die wiegen so um die 9,5 Kilo und die schwersten deutlich über 11 Kilo. Und das sind fast 2 Kilo Gewichtsunterschied. Das kann man im Antritt deutlich merken, das muss man auch ganz klar sagen. Definitiv, also das sind... wer es noch nicht erfahren hat, mag es vielleicht nicht glauben, aber das ist definitiv spürbar. Und es ist einfach immer so im Rennrad- und Gravel-Bereich, je leichter, desto besser. Das ist ganz klar der Fall. Ja, die Gewichtsangaben haben wir von den Herstellerangaben übernommen. Die sind eingeschränkt vergleichbar, sage ich mal. Kein Hersteller wird maßlos untertreiben oder übertreiben bei seiner Gewichtsangabe, eher untertreiben, aber das geht dann eben auch durch die Bank. Und im Testalltag haben wir so ungefähr Abweichungen von, wenn es schlecht läuft, 100 bis 200 Gramm, oft stimmen die Angaben sogar fast überein. Ja, es gibt drei Bikes, die richtig leicht sind im Test. Und das ist einmal das Rose Backroad, das Cube Nurroad WSC62. Das ist das Frauenmodell mit Carbonrahmen, das einzige Rad mit Carbonrahmen hier in dieser Übersicht. Und das Radon Regard. Ja, geht's los mit dem ersten Rad in unserer Übersicht, das Bulls Grinder. Bulls Grinder liegt preislich bei 1.999 Euro, ist also genau an unserer Preisschwelle, ausgestattet mit Shimano GRX 800 und ja, ein typischer Vertreter dieser Gattung, würde ich sagen. Ja, also was ich am Bulls Grinder spannend finde, ist, dass das ist ja ein Fachhandelsrad von der ZEG, ist das ja die Marke, und dadurch ist das, kann man das eigentlich bundesweit in sehr vielen Shops Probe fahren, was ich eingangs schon erwähnt hatte, was ein Vorteil ist. Und dann hat das Rad auch eine relativ große Reifenfreiheit und auch viele Bikepacking-Montagemöglichkeiten. Und dann hat es noch so ein Spezialsystem, da kann man am Cockpit und am Heck hat Bulls magnetische Halterung, da kann man Licht einklicken und sie haben auch gleich ab Werk diesen Fitlock-Flaschenhalter dabei. Kleine Gimmicks, die das Rad aber ein bisschen spannender machen, und ansonsten ist es eigentlich so ein grundsolides Rad. Wir haben es schon oft auf Messen in der Hand gehabt und auch konnten auch mal eine Proberunde drehen. Also durchaus ein solides Rad. Machen wir direkt weiter. Nächste Bike ist das Cannondale Topstone Alloy. Liegt preislich etwas günstiger, 1749, hat eine Reifenfreiheit von 37 mm und ist mit einer recht günstigen Shimano-Gruppe ausgestattet, ist die Sora mit 2x9 Gängen, muss aber nicht ein Nachteil sein, wie wir das schon erwähnt hatten. Ja, also die Schaltung, die 2x9 Schaltung, ist nur dann ein Nachteil, wenn ihr wirklich Wert auf kleine Gangsprünge legt und wirklich immer sehr effizient pedalieren wollt. Aber wenn ihr einfach nur eine gut funktionierende Schaltung wollt, dann ist die Sora sicherlich nicht zu stark im Nachteil zu den GRX-Schaltungen. Allerdings hängt es auch ein bisschen davon ab, mit welchem Schaltwerk die kombiniert ist. Hier ist sie jetzt nicht mit einem Gravel-Schaltwerk kombiniert, was dann auch die Kette zum Schlagen neigen lässt, was eigentlich auch nicht so toll ist. Aber bei Cannondale gibt es eben in unserer Preisklasse genau kein passendes Rad, was jetzt so hart an dieser 2000-Euro-Grenze ist. Und deswegen ist hier eben die 2x9 verbaut. Dafür kriegt ihr einen sehr guten Alurahmen mit vielen Bikepacking-Montagemöglichkeiten und auch einem sehr ansprechenden Fahrverhalten. Denn auch das Cannondale Topstone hatten wir schon mal im Test. Test schreiben wir euch ebenfalls unten rein. Ja, preislich haben wir ja schon gesagt, wo das liegt. Machen wir direkt weiter. Das nächste Bike ist das Canyon Crystal 7 Suspension. Das einzige Rad im Test, wenn ich richtig im Moment bin, mit Federgabel. Ist dadurch natürlich auch etwas schwerer mit 11,83 Kilogramm.
preislich genau in unserer Grenze, 1999 Euro, ist natürlich durch diese Federgabel deutlich komfortabler als ein Rad ohne Federung. Wir hatten auch deutlich teurere Räder getestet mit Federung, aber das ist in jeder Preisklasse immer ein Vorteil. Das, ja, das ist jetzt das Grizzle mit Alurahmen. Wir haben auch schon das Grizzle mit Carbonrahmen getestet, und aber eben mit der gleichen Federgabel. Und ja, da konnte man wirklich merken, dass, ja, dass die Federgabel wirklich einiges an Stößen von diesen Gravelwegen schluckt. Und auf Dauer, sage ich mal so, je länger ihr fahren wollt, desto mehr profitiert ihr von einer Federgabel. Und natürlich auch, wenn ihr Trails fahren wollt, aber ehrlich gesagt, mein Eindruck so vom Rumfahren ist, dass die meisten Leute mit ihren Gravelbikes eher keine Trails fahren, aber dennoch von so einer Federgabel profitieren würden. Kommen wir nochmal zurück auf das Grizzle AL. Was ich daran noch spannend finde, ist, dass es auch wirklich eine große Reifenfreiheit hat. Also 50 mm bietet das und eben auch eine Vielzahl an Bikepacking-Montagemöglichkeiten, ist mit eins der vielseitigsten Räder in unserer Übersicht, würde ich sagen. Definitiv. Wie Jan schon gesagt hat, es ist letztlich vom Einsatzspektrum abhängig. Möchte ich viel Offroad fahren, dann ist die Federung sicher sinnvoll. Fahre ich hauptsächlich auf der Straße, kann ich mir das zusätzliche Gewicht und auch die zusätzlichen Kosten letztendlich sparen. Na, da könnte man auch eins der leichteren Räder nehmen. Das nächste Rad ist das Conway GRV 8.0. Er liegt preislich bei 1.899 Euro, 10,5 Kilogramm, ausgestattet mit der Shimano GRX 600, bietet 12x11 Gänge, also der klassische Standard in dieser Preisgruppe, wobei das schon eine gute Schaltung ist, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also Conway kennen viele vielleicht gar nicht so, ist eine Marke aus Deutschland, von einem Großhandel aus Deutschland und auch weit verbreitet deswegen. Und ich finde auch für das Geld ist das ein schaltungsmäßig sehr gut ausgestattetes Rad und hat auch sonst keine Schwächen, die uns in der Papierform, wir haben ja immer nur die Papierform betrachtet, die uns in der Papierform sofort auffallen würden. Also sieht auch nach einem runden Gesamtpaket aus. Das nächste Bike ist das Cube New Road WS C62 Pro. Jan hatte es vorhin kurz schon erwähnt, ist das einzige Rad mit Carbonrahmen im Test, damit ein klares Alleinstellungsmerkmal. Ist natürlich auch im Gewicht mit 9,5 Kilogramm in dem unteren Bereich in diesem Test ganz klar. Das liegt ja auch ganz klar an dem Carbonrahmen, der ja ein deutlich leichterer Rahmen ist als die meisten Alurahmen. Ist trotzdem preislich deutlich unter unserer Grenze mit 1.899 Euro und sicher ein sehr interessantes Rad. Das Rad ist auch deshalb irgendwie bemerkenswert, weil es ja das Frauenmodell ist von Cube. Es gibt das gleiche Rad auch in der Männerversion, auch mit dem Carbonrahmen. Dann kostet es aber 300 Euro mehr, was irgendwie mir sich nicht erschließt, warum das so ist. Und auch unserem Autor, Testautoren, unserem Übersichtsautoren hat sich das nicht erschlossen. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Angebot für alle Leute, die mit dieser Farbe leben können oder sogar leben wollen, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dann ist das ein sehr spannendes Angebot. Wir haben das Cube New Road mit der Carbon-Variante auch schon getestet und das Video findet ihr hier. Letzte Anmerkung zu dem Rad: ist kein ideales Rad für Bikepacker und Abenteuer-Traveler, weil es hat sehr wenig Anbaumöglichkeiten für zusätzliches Gepäck. Okay, schauen wir weiter. Next Bike ist das Cube New Road Race. Wie der Name schon sagt, etwas rennlastiger ausgestattet. Preislich sehr interessant, 1.699 Euro. Trotzdem Shimano GRX 600 verbaut. Vom Gewicht her mit 10,2 Kilogramm im mittleren Bereich hier, würde ich sagen, in unserem Testfeld. Ja, das ist jetzt sozusagen das Männermodell, was wir mit in die Übersicht genommen haben, weil das eben in den Preisbereich passt, dann eben mit Alurahmen. Und auch das haben wir schon getestet und das Video findet ihr ebenfalls hier. Männer müssen Alu fahren, hat mir jemand gesagt. Okay, das nehmen wir an. Nächstes Bike, Focus Atlas 6.7. Recht schweres Rad, 11,35 Kilogramm. Mit einer Shimano GRX 400, preislich 1.899 Euro. Was sagst du zu dem Rad? Ja, das Rad bin ich auch schon gefahren. Den Test kann ich euch nur in die Kommentare schreiben. Aber was mir dabei aufgefallen ist, das ist ein sehr
Offroad, starkes Rad. Also es hat mir sehr gut gefallen, wenn es auch mal ein bisschen ruppiger wurde auf den Trails. Es hat unglaublich viele Bikepacking-Optionen. Also es ist wirklich, hat auch eine große Reifenfreiheit. Eine gute Belastbarkeit ist allerdings, wie Harry ja auch schon gesagt hat, ein bisschen schwer. Aber sicherlich für Leute, die auf große Tour gehen wollen mit ihrem Gravelbike, einen der heißeren Kandidaten. Okay, weiter geht's mit dem Giant Revolt 0. Giant ist ja auch sehr stark im Gravel-Bereich tätig. Das Rad liegt bei 1.899 Euro, Gewicht 10,2 Kilogramm. Verbaut ist auch hier eine GRX 600 Schaltung von Shimano mit 2x11 Gängen. Hat ein abfallendes Oberrohr, von daher ja, vielleicht interessant für etwas kleinere Leute oder die ein bisschen Probleme haben mit dem Absteigen, wenn das Rohr zu hoch wäre, ja, das Oberrohr. Ja, das ist eindeutig ein Merkmal des Giant Revolt, dass das so ein sehr stark abfallendes Oberrohr hat. Dadurch wird die Sattelstütze natürlich auch ein bisschen weiter oder deutlich weiter rausgezogen und federt dadurch viel stärker. Auch das Giant Revolt konnten wir schon testen und ja, das ist auch deutlich spürbar, dass das am Sattel viel mehr Komfort bietet als manches andere Gravelbike, das einen weniger Auszug hat und auch keine flexende Carbon-Sattelstütze. Das ist deutlich spürbar und dann hat das Rad auch eine massive Reifenfreiheit, 53 mm und das ist jede Menge. Also das ist ein Rad für Leute, die, es hat auch eine aufrechte Sitzposition, muss ich noch vielleicht noch ergänzen, also das ist eindeutig ein Rad für Leute, die vor allen Dingen auf Komfortsuche sind, aber auch ein sehr tourentaugliches Rad. Und auch gewichtsmäßig sehr gut belastbar. Giant ist sehr großzügig, was die Gewichtszulassungen angeht, traditionell. Und gibt das auch sehr schön auf seiner Webseite an. Und ja, auch ja, deswegen auch ein sehr gutes Bikepacking-Rad. Das nächste Rad liegt etwas über unserer Preisspanne eigentlich. Wir haben es trotzdem mit reingenommen, weil wir es für einen sehr interessanten Vertreter seiner Gattung halten. Das Orbea Terra H40 kostet 2.099 Euro. Hat eine GRX 400 verbaut, 2x10 Gänge. Wir haben das vorhin schon thematisiert, muss kein Nachteil sein. Ja, ansonsten sehr rundes Paket. Mir gefällt es optisch auch sehr gut. Hat so ein bisschen so eine andere Gabelform, auch intern verlegte Züge und Leitungen. Auch ein sehr interessantes Rad in der Carbon-Version, die wir auch schon mal testen konnten, die aber auch eine ähnliche Geometrie hat. Also wenn euch das interessiert, schaut euch den Test auf Rennrad News an. Hat es auch ein Staufach im Unterrohr, aber in der Alu-Version leider nicht. Kommen wir zum Rose Backroad ALGRX RX400. Langer Name, sehr bekanntes Rad. Rose hat mit dem Backroad sehr große Erfolge gefeiert. Es ist ein echter Bestseller, das Rad. Wiegt in dieser Ausstattung 9,5 Kilogramm, kostet 1.999 Euro. Wir hatten auch schon die Gelegenheit, das Rad zu testen und waren beide recht angetan davon. Ja, es war der Testsieger im letzten Jahr in unserem Gravelbike-Bestseller-Vergleichtest. Und das lag vor allen Dingen am runden Gesamtpaket. Also es hat einen sehr guten Komfort, es liegt gut auf dem Kiesweg und ja, es hat eigentlich keine Schwächen. Und dadurch war es der Testsieger. Nach wie vor eins der besonders interessanten Gravelbikes in diesem. Hat auch eine sehr kommode Sitzposition, wie ich finde, sehr angenehm zu fahren. Man sitzt nicht zu sportlich, es ist aber auch nicht unsportlich. Also es ist eine sehr gute Mischung. Rose hat es gut abgestimmt, hat ein schönes Fahrverhalten. Wirklich ein sehr stimmiges Rad, wie ich finde. Kommen wir weiter zum Radon Riga 10. Preislich wieder genau an unserer Grenze, 1.999 Euro. Gewicht 9,45 Kilogramm. Hat eine GRX 800 Schaltgruppe, ist also eine High-Level-Schaltgruppe in unserem Vergleich hier. Auch ein sehr schönes Rad, wie ich finde. Auch ein sehr gelungenes Ausstattungspaket, hier auch mit den Terra Speed-Reifen. Und ja, Harry sagt es schon, sehr leicht für das Geld auch. Das Rad ist ja letztes Jahr erst erschienen. Wir haben es auch auf der Bike-Stage vorgestellt. Das Video findet ihr ebenfalls hier. Und ja, auch sicherlich eines der Top-Gravel-Bikes bis 2.000 Euro. Es gibt es übrigens auch in Commuter-Varianten. Vielleicht für Leute, die mit dem Rad zur Arbeit pendeln, auch eine interessante Option. Weiter geht's mit dem Scott Speedster Gravel 30. Scott natürlich eine Riesenmarke, ist klar. Preislich 1.899 Euro, 10,54 Kilogramm,
GRX 400, 2x10 Ausstattung. Hat auch fast, möchte ich sagen, fast angedeutete Aero-Laufräder, also sehr hohe Aluminium-Laufräder dran verbaut, die Felgen sind recht hoch, sieht optisch auch sehr gelungen aus, das Rad, finde ich. Ja, ich finde das Rad sehr ansprechend optisch, also für mich optisch eines der interessantesten Räder in dieser Übersicht und ja auch speziell in der Farbe, die wir hier zeigen, auch intern verlegte Leitungen und Züge, also mir gefällt's. Ich würde es auf jeden Fall mal Probe fahren. Gewicht ist recht hoch, aber es ist halt in dieser Preisklasse immer der Fall, dass man, ja, man kann kein super leichtes Rad erwarten, immer. Ja. Stevens Prestige geht's weiter. 1.999 Euro, 10,3 Kilo, GRX 800, 2x11 verbaut. Das Rad hat ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist sehr gut ausgestattet, gewichtsmäßig auch nicht ganz bei den Besten, aber okay, würde ich sagen. Ja, Stevens aus Hamburg, auch eine Fachhandelsmarke und gibt es auch viele Gelegenheiten, das zu testen. Stevens hat ja viel Erfahrung mit Geländerennrädern, die kommen ja auch so ein bisschen, sind ja groß im Crosssport aktiv und wir unterstellen mal, dass es wahrscheinlich gute Fahreigenschaften im Gelände hat, wissen wir aber nicht. Das nächste Rad ist von Specialized, sehr bekannte Marke, Diverge Elite E5. Preislich wieder etwas über unserem Limit eigentlich mit 2.100 Euro. GRX 400 Schaltung, ist aber ein sehr bekanntes Gravelbike, das Diverge, und deshalb haben wir es auf jeden Fall in diese Aufstellung mit reingenommen. Ja, das Diverge in den Carbon-Varianten ja bekannt auch für seine Future-Shock-Federung, die eben den Vorbau aufhängt und den Lenker und den Fahrer vom Untergrund entkoppelt, sagt Specialized. Die gibt es aber an dem Diverge Elite E5 nicht. Die gibt es erst mit den teureren Modellen. Das heißt, ihr habt hier eigentlich den Hauptvorzug dieses Bikes nicht. Dennoch ist es ein sehr interessantes Rad, denn traditionell baut Specialized immer relativ leichte Aluminiumrahmen und hat eine schöne sportliche Geometrie. Nix aus sportlich und ausgewogen. Und die Basis, die Radbasis ist ähnlich wie beim Specialized Diverge aus Carbon und lässt ein sehr ausgewogenes und vertrauenerweckendes Fahrverhalten erwarten. Sicher auch eine ganz gute Basis, wenn man einen guten Rahmen haben möchte, den man später mal ein bisschen aufwerten kann mit besseren Laufrädern zum Beispiel. Allerdings nicht ganz billig. Das gilt sicherlich in der oberen, also in der schlechteren Ausstattungsklasse für die Preisklasse angesiedelt, das Rad. Ja, du hast die Räder ja genau angeguckt und hast einen guten Überblick über dieses Marktsegment. Was wäre deine Empfehlung? Welches Rad würdest du deinem Freund oder deiner Freundin empfehlen? Ja, haben wir jetzt so ein bisschen auch schon ja mehrfach gesagt. Es ist natürlich ganz stark davon abhängig, welchen persönlichen Einsatzbereich ihr habt. Aber mir sind so drei Räder besonders aufgefallen in dieser Übersicht. Das ist einmal das Canyon Grizzle, habe ich ja eben schon erwähnt. Das hat wirklich eine herausragende Reifenfreiheit, viele Montagemöglichkeiten. Wir sind es auch schon gefahren und deswegen gefiel mir wirklich die vertrauenerweckenden Fahreigenschaften sehr bei diesem Rad und es ist preislich auch attraktiv und gut ausgestattet. Das ist das eine. Wenn ihr jetzt weniger in Sachen Bikepacking unterwegs seid und eher ein schnelles Rad haben, schnelles, leichtes Rad haben wollt, wäre für mich das Cube New Road Women's C62 ein sehr interessantes Rad. Lohnt sich sicher, sich das mal anzugucken. Für 300 Euro kann man das Rad auch neu lackieren lassen, wenn man das will, sage ich mal. Mein Tipp wäre übrigens, zum Autolackierer zu gehen dafür. Das letzte Rad, was ich euch ans Herz legen will, ist das Radon Regat. Das ist einfach ein Preis-Leistungs-Hammer, wie man es eigentlich auch von den Bonnern kennt. Und man darf unterstellen, dass die Technik gut ist. Wir versuchen das Rad noch zu testen und vielleicht wollt ihr noch auf den Test warten. Wenn ihr gerne noch günstigere Räder... Ja. Wenn ihr gerne noch günstigere Rennräder fahren wollt, die auch vielseitig sind, was nämlich durchaus geht, dann haben wir hier eine Übersicht über die günstigen Einsteiger-Rennräder in der Preisklasse um die 1.500 Euro, die auch teilweise ordentliche Reifenfreiheiten haben. Schaut mal rein. Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn ihr euch nochmal für Rennrad-News interessiert und abonniert. Ciao.